keine Energie mehr in diesem Bereich. Na, hier steht schon der nächste Pylon. Angriff. Nee. Wieso sind die so schnell? Verdammt, wieso sind die so schnell? Haben die ein Upgrade gekauft? Gibt's das? Ich meine schon, verdammt. Ja, wir hechten mal zurück in unsere Basis. Setzen auch hier den Verteidigungstrupp direkt an. So. So, richtig draufhämmern. Okay, einen konnte er platt machen, aber auch wirklich nur einen. Das ist gut für uns. Okay, nicht so weit. So, wir holen uns wieder ein volles Team. Und die Vitalistenbewegung ist endlich erforscht. So, während hier weiter gebaut wird, ich muss mal für eine Larve-Ausschau halten hier, ein Overlord noch, gehen wir weiter auf Erkundungstour. Hier unten war noch ein Pilot. Scarab. Ich hasse Scarabs. Zwei Scarabs. Verdammt. Den will ich noch platt machen. Okay. Ich versuche mal so schnell wie möglich an ihn ranzugehen. Er hat nämlich auch eine Minimalreichweite. Okay. Okay. Ich bin ratlos. Das ging verdammt schnell. Das waren 12 Stück, die wir innerhalb von Sekunden verloren haben. 12 gute Männer. Okay. Ja, Männer kann man ja nicht wirklich sagen. Kreaturen. Hm. Man sieht schon, ich rüste auf. Schüsslinge gegen, für Mutalisten gegen Scarabs, weil sonst wird das nächste Mission. Das spüre ich jetzt schon. Mehr Mineralien, wir haben doch genug. Und so, wir haben 5. Ich glaube, ich werde aber jetzt auch mal das Upgrade eingraben, das erste Mal erforschen. Ich weiß nicht, ob ich es im Anfangslevel, was mehr wie ein Tutorial-Level ist, schon gebaut habe. Aber es wird jetzt mal Zeit. Denn durch das Eingraben kann man, wie man in der vorletzten Mission gesehen hat, seine Einheiten wirklich eingraben unter die Erde, was einen kleinen Stealth-Bonus bringt. Das heißt, einen kleinen Stealth-Bonus. Man ist komplett gestealtht, außer man hat einen Detektor um sich rum vom Feind. Vielleicht können wir die Scarabs dann darüber dazu verleiten, über uns zu laufen und dann schnellen wir hervor und sie können uns nicht angreifen. Das wäre doch mal eine Taktik. So, da sind zwei Zerklinge, ich weiß nicht, was sie dir machen, aber die können auch da bleiben. Die stören da keinen. So, wir bauen noch ein paar. Habe ich das schon? Ja, habe ich schon. In Auftrag gegeben. So, wollen wir noch mal ein bisschen gucken gehen? Durch die Wälder. Oh, oh. Wie schnell er angerannt kam. Okay, wie schnell er tot war. Viel besser. Du bist fertig, deshalb wir brauchen eine Drohne. Fuck, 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 fuck. Los, auf ihn. Badabun. Schießen sie eigentlich mit Stacheln oder mit Säure? Nadelstacheln, ja, mit Stacheln. Ups. Schub da wup. Mehr sage ich nicht. Und wir können jetzt direkt den Schüssling fast bauen. Ja, jetzt haben wir genug. Schüssling. Einmal bitte. Okay, die Evolution ist auch abgeschlossen. Ich demonstriere. Weg sind sie. Gestealtht. Aber das nützt uns jetzt nicht direkt was. Deswegen erstmal weiter. Komm schon. Ein bisschen getrennt sind sie jetzt. Das ist perfekt, falls der Scarab da noch steht. Jetzt sind sie schon wieder zu nah aneinander, wie ich finde. Stirb, stirb, stirb. Oh, verdammt. Okay. Ich versuche mal, die down zu kriegen mit den Hinterletzten. Komm schon. Dich auch noch. Okay, die haben echt eine starke Verteidigung gegen die, aber die sind mehr Kanonenfutter für uns. Okay, eingraben. Den hat er noch bekommen. Und hier war eine Observationsdrohne, hat man gerade unsichtbar schimmern gesehen. Wenn die über die Löcher fliegt von den Zerklingen, sind die Geschichte. So, ich hätte gerne ein paar Mutalisten. Okay, du bist im Weg. Und du hast gerade ein Upgrade bekommen, du Sau. Ah. Total nervig gerade. Ich komme nicht weg wegen diesen Drecksteilen. Räuber. Und die Drohne ist uns näher gekommen. Sonst hätten die niemals gesehen. Okay, bist du bald fertig? Ja. Ja, wir brauchen eindeutig Mutalisten, weil sonst wird das nichts. Vielleicht sollte ich auch direkt Richtung Wächter gehen. So, Hydralisten, Wächter-Mix, ja, das sollte funktionieren.
Bisschen hier rumgehen. Wir werden aber noch einen Overlord mitnehmen, mit erhöhter Sichtweite. Und pneumatischen Panzern. Ah, kostet beides verdammt viel, war ja klar. Okay, ich guck nochmal hier am Rand, ob hier irgendwo... Obwohl, da habe ich schon mal geguckt, kann ich vergessen. Wir könnten nämlich ein paar Mineralien gebrauchen. So, du warst die Aufstellung halten, nehmen wir dich mit. So, ihr seid fertig, perfekt. Jetzt haben wir wieder Geld für zwei Hydralisken. Ein paar Bodentruppen können nicht schaden. So, vorwärts mit euch. Hallo, hallo, hallo. So, wie geht's, wie steht's? Seid ihr noch hier? Ja. Okay, ich hoffe, hier sind keine Verteidigungstürme. Fuck, die sind verdammt schwach dagegen. Aber hiergegen sind die stark. Weiter boom. Ich hab's schon wieder gemacht, oder? Na, was soll's. So, da ziehe ich mich aber zurück. 20 Schaden sind extrem viel. 6 Schüsse ist ein Mutalisk down. So, wir rüsten weiter. Ach nee, wir brauchen erst Königin-Nest, verdammt. Okay, wir werden so schnell wie möglich den Schößling auf Stufe 2 bringen, damit wir einfach mal die Wächter bauen können. Man hat es ja noch in Erinnerung, 20 Schaden pro Schuss, 6 Schüsse... Ne, Quatsch. Die haben 160, ja, 8 Schüsse ist ein Scarab-Down. So, Königin-Nest. Vorher geht's nämlich nicht zum Schwarmstock. So, 2 könnten wir eigentlich noch bauen. Ja, 3 sogar. Perfekt. Obwohl, nein, nicht perfekt. Ich baue mir lieber einen Mutalisten. So. Dass die Larve gerade gestorben ist, war gar nicht so schlimm, weil sie haben ja eh nicht genug Geld, um gerade alle Larven zu verbrauchen. Mutalisten. Zerklinge. Zerklinge kann man gut verbuddeln hier, für ein bisschen Sichtradius. Kommt schon. Hauen wir dich mal hier rein. Und dich hier. Reicht doch. Okay. Ja, Mutalisk ist fertig. Das ist auch fertig. Aufrüstung. Okay, das dauert, bis das fertig ist. In der Zeit könnten wir eigentlich mal ein Damage-Upgrade für den R-Schaden holen. Ja, ich gehe wieder komplett auf Offensive, weil es hat so viel gebracht in den letzten Missionen. Da werde ich das so beibehalten. Okay. Mit euch komme ich nicht vorwärts, verdammt. Das sind diese dummen Scarabs und Mutalisken, seid ihr noch zu wenig. Wir haben auch keine Rohstoffe im Moment. Und wir müssen bis da hinten. Ich werde mal ein bisschen gucken, was so auf den Hügeln ist. Ich hoffe, nicht allzu viele Photonkanonen. Komm, fliegt schneller. Oh oh. Photonkanone. Photonkanone. Okay, kann ich schon vergessen. Komme ich nicht rüber. Momentan auf jeden Fall. So, wir bauen nochmal 3-4 Hydralisken. Mehr Mineralien. Das widmet sich der Mittelphase zu. Perfekt. Ich frage mich erst, wie ich hier rauskommen soll. Wir sind wirklich eingekesselt gerade. Ich sage, 12 Hydralisken, 6 Wächter dürften reichen. Raus hier. Bams. So, dann brauchen wir noch einen Mutalisken. Wie viel ist Pingas? Boah, jede Menge drin. Ich glaube, die Mission ist doch so ein bisschen auf Wächter ausgelegt, so viel wie in der Gasmine drin ist. Mach schon, mach schon. Brauchen wir einen Mutalisken noch? Dann können wir schon mal langsam anfangen, die alle aufzurüsten. So, perfekt. Ach nee, wir müssen ja erst ihn aufrüsten. Und erst noch was am Erforschen, dieser dumme Pilzkopf. Okay. Währenddessen können wir aber mal die pneumatischen Panzer holen. Oh oh. Verdammt, der wurde gemeuchelt. Die sind so schnell unterwegs, oh Gott. Aber die tiefen Kolonien helfen schon um einiges mit ihren 30 Schaden. Man kann sie leider nicht aufrüsten, das wäre genial. So. So, Sichtrad ist gebaut. Setzen wir den schon mal dahin.